Immer mehr Menschen wollen wissen, woher das Fleisch auf ihrem Teller tatsächlich kommt. Seit April 2015 ist die entsprechende Herkunftskennzeichnung etwa im Lebensmittelhandel durchgängig gewährleistet. Ein großes Manko besteht aber nach wie vor in der Gastronomie und Hotellerie, die sich immer noch gegen eine entsprechende Kennzeichnung wehren. Was tun wir? Wir kämpfen auf allen Ebenen dafür, dass die Herkunft von Fleisch auch in der Gastronomie verpflichtend auf die Speisekarten kommt. Denn das will auch der Großteil der Konsumenten. Mit dem neuen Bundesvergabegesetz haben wir bereits erreicht, dass die Kantinen der öffentlichen Unternehmen ab jetzt regionalen Produkten den Vorzug geben können. Und das fordern wir auch für die Gastronomie.